Servus und hallo bei Under the Silver Screen mit mir, dem Martin und einem weiteren Special auf diesem Kanal. Happy Valentine's Day, der Tag also, wo die Liebe im Vordergrund steht. Und das haben wir uns zum Anlass genommen auf Under the Silver Screen, um euch heute eine weitere Tierlist zu präsentieren, die wir jetzt da live zusammenstellen an dieser Stelle. Und heute soll es natürlich gehen um die besten oder schlechtesten oder wie auch immer Filmpärchen der Geschichte. Achtung, dazu muss man gleich sagen, der jüngeren Filmgeschichte. Wir haben uns da eher auf die letzten 20 bis 30 Jahre limitiert, weil sonst wären es einfach zu viele. 20 stehen da bei mir auf meiner Ausgangsliste, da vor mir auf meinem Screen. Und ja, dementsprechend würde ich sagen, starten wir doch gleich rein. Wenn euch Filmpärchen fehlen sollten und wenn ihr da sagt, wir hätten da aber ganz gerne noch ein anderes Filmpärchen gesehen, das da nicht vorkommt, dann bitte, bitte lasst uns das ganz gerne in den Kommentaren drunter wissen und vielleicht gibt es ja dann mal einen zweiten Teil. Mal schauen, was uns so einfällt. Aber jetzt würde ich sagen, starten wir rein, gehen wir es an, legen wir los. Filmpärchen Nummer 1, Bradley Cooper and Lady Gaga für A Star is Born. Sie spielen dort den Jackson und die Ellie. Wir erinnern uns vor, ja, es ist jetzt mittlerweile knapp 4 Jahre her. Ja, Bradley Coopers Regiearbeit, er selber in der Hauptrolle neben Lady Gaga, in der mittlerweile 4. Neuverfilmung dieses Stoffs. Und war tatsächlich ein Film, der mich damals sehr überrascht hat, weil ich, muss ja ganz ehrlich zugeben, Bradley Cooper so eine Regiearbeit nicht zugetraut hätte. Und noch dazu haben wir dann mit eben ihm und Lady Gaga ein Filmpärchen, das auch wirklich funktioniert, und zwar von der Chemie her wirklich funktioniert. Ganz, ganz großartig, wie ich finde, eine sehr tragische Geschichte, die natürlich nicht neu ist, althergebracht ist, aber mit einem sehr interessanten Weg inszeniert und erzählt ist. Die Chemie zwischen den beiden, habe ich schon gesagt, habe ich ihnen gekauft. Die mögen sich auch offensichtlich wirklich so ein bisschen. Hat man ja dann spätestens bei den Oscars gesehen, bei der Performance von Shallow, wo wir erinnern uns, beim letzten Blick ja alle gesagt haben, na dann, go for it, vielleicht. Wird irgendwie passen. Also, A Star is Born generell, ein toller Film und vor allem auch eine tolle Performance von den beiden. Sie kommen halt am Ende nicht zusammen. Ja, aber die Verbindung, die zwei haben, hat schon gepasst. War wirklich mehr als serviceable, finde ich persönlich. Ich würde sie in die Dreier-Tier ordnen, also tatsächlich zu Ross und Rachel dazu. Ich muss nämlich aufpassen, dass ich mir nicht gleich schon am Anfang eine Grube baue. Die kommt früh genug. So, Paar Nummer 2, Timothée Chalamet und Armie Hammer für Call Me By Your Name spielen den Elio und den Oliver aus diesem Film aus dem Jahr 2017. War ja damals ein Film, der mich absolut kalt erwischt hat. Der mich ja ganz begeistert zurückgelassen hat, aufgrund der Art und Weise, wie der erzählt ist. Jetzt kann man ja natürlich wieder hergehen und sagen, vieles kommt da vielleicht auch von der Szenerie. Und das ist per se mal nicht falsch. Also vieles, was die zwei ausmacht und die Art und Weise, wie die zwei miteinander umgehen, kommt ja tatsächlich daraus, wie das Ganze inszeniert ist und wie das aussieht und wie sich das auch anfühlt. Es ist einfach ein Sommer in Italien. Und genau als solches ist es auch wunderbar, perfekt. Kleiner Abzug, Spoiler an der Stelle, aber das gilt eh für das ganze Video, dementsprechend machen wir das einfach so. Die kommen eben halt zum Schluss nicht zusammen. Also es gibt ja dann diese tolle Schlusssequenz, wenn es dann darum geht, wie der Papa vom Elio mit ihm spricht und so. Dementsprechend würde ich sie jetzt nicht ganz nach oben ranken. Sie sind aber weit oben und gehen auch ins gleiche Tier wie Jackson und Ellie vom vorherigen Pick. So, und wir machen an der Stelle jetzt weiter mit unserem Paar Nummer 3. Und das ist ein sehr ikonisches Pärchen der Filmgeschichte, nämlich Emma Stone und Ryan Gosling für La La Land. Einen Film, den sehr viele Menschen sehr weit oben haben, wenn es dann tatsächlich um die besten Filme aller Zeiten geht und so weiter. Also vor allem bei Musical-Fans ist das ja sehr beliebt, diese Ansichtsweise. Und wir hätten natürlich für dieses Leinwandpärchen auch sehr gerne ihren Auftritt in Crazy Stupid Love hernehmen können, haben uns dann aber sehr ganz, ganz bewusst für La La Land entschieden, weil ich finde, das ist die spannendere Beziehung der beiden. Denn sie haben zwar vielleicht in Crazy Stupid Love noch ein bisschen mehr Chemie miteinander,
Aber in La La Land teilen sie dann tatsächlich die Facetten der menschlichen Liebe, die es so gibt. Also wir erleben die, wie die sich kennenlernen, wie sie sich lieben lernen, wie es im Grunde in eine gewisse Richtung abdriftet. Wir sehen dann auch, wie sie sich voneinander entfremden, wieder zusammenfinden und das Ganze dann auch enden lassen in einem fulminanten Schlussakt, gerade wenn es um die ganz leisen Momente geht. Ganz, ganz eine tolle Film-Leinwand-Beziehung, die die beiden da führen. Und auch da finde ich eine sehr interessante Facette der menschlichen Liebe, dass es rausbringt. Es geht nicht immer darum, dass du dann mit deiner großen Liebe auch wirklich alt wirst, sondern manchmal auch einfach nur, was von ihr mitnimmst für dein weiteres Leben. Tolle, tolle Botschaft, tolle Geschichte. Sie kommen halt zum Schluss nicht zusammen, aber deswegen geht es auch ins Nummer 2-Tier, zu den Obamas. Ich mag die zwar wirklich sehr, sehr, sehr gerne, Emma Stone und Ryan Gosling in La La Land. Und wir schauen jetzt weiter, jetzt wird es vielleicht ein bisschen kontrovers, zu unserem Platz 4, Olivia Newton-John und John Travolta für Grease. Sandy und Danny spielen die beiden da. Und ist natürlich für viele Menschen, der Film ist für viele Menschen ja eigentlich Lebensinhalt, ein bisschen Kultur. Grease zeigt natürlich für ganz viele Menschen einen gewissen Lebensstil auf. Und ich verstehe das schon. Und der Film ist mitreißend, die Musik ist natürlich toll, basierend auf einem Musical, deswegen passt schon. Als Leinwandpärchen an sich funktioniert es aber für mich nur so meh, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist jetzt für mich nicht so ganz eine tolle Geschichte. Weswegen ich, also, um das kurz zu begründen, ich finde, John Travolta ist jetzt nicht der netteste Charakter. Ich finde auch nicht, dass das von Anfang an am Zettel steht, dass die so füreinander bestimmt sind und so. Ich weiß nicht. Ich würde die relativ weit nach unten tun, und zwar skandalöserweise in Richtung Charlie und Lucy. Höher dürften sie bei mir eigentlich nicht gehen. Vielleicht bin ich da ein bisschen anders. Lasst mir das gerne wissen. Nummer 5, Rachel McAdams und Donald Gleason für About Time, oder wie er im Deutschen heißt, alles eine Frage der Zeit. Eine Rom-Com britischer Natur, geschrieben von Richard Curtis, der unter anderem für Tatsächlich Liebe verantwortlich zeichnet. Und ein Film, der mich nochmals kalt erwischt hat. Weil ich die Art und Weise, wie Richard Curtis das inszeniert, absolut, absolut nett finde. Ich finde die Idee dahinter sehr, sehr toll. Ich finde das auch sehr poetisch. Ich finde, dass die Idee, die da so in den Raum geworfen wird, von wegen, wie weit ist man wirklich bereit zu gehen, wenn es um die wahre Liebe geht? Und gibt es sowas wie wahre Liebe eigentlich überhaupt? Oder überdauert das Zeit? Oder wie schaut das aus? Ganz toll, Tim und Mary, das Leinwand-Couple, das da vor uns steht, die gehen bei mir relativ weit nach oben, die gehen bei mir in die Zweier-Tier. Ich mag die wahnsinnig gern. Ich habe das denen auch gekauft. Rachel McAdams hat eine tolle Chemie mit Donald Gleason. Überraschenderweise hätte ich auch nicht gedacht, aber das funktioniert. Nummer 6. Da haben wir es mit den ersten richtigen OGs zu tun, nämlich Leonardo DiCaprio und Kate Winslet für Titanic, Jack and Rose. Und ich brauche dazu nichts sagen. Ich bin selber ein. Ich mag Titanic wirklich, wirklich gern. Und wenn es ums Leinwandpärchen geht und um Chemie geht, dann braucht man da an der Stelle, glaube ich, nichts dazu sagen. All the way up. Nummer 1. Die kehren ganz oben hin. Überhaupt keine Frage. Ewan McGregor und Nicole Kidman für Moulin Rouge. Satine and Christian heißen die beiden da in diesem Film. Eine sehr wilde Love Story, sehr wildes Musical war einer der großen Filme meines Erwachen im Filmbusiness, muss ich sagen. Der hat viel dazu beigetragen, dass ich mich für Film so interessiere, wie ich es jetzt tue. Und die beiden, also Nicole Kidman und Ewan McGregor, ist auch, wenn man es mal jetzt so runterbricht auf die Looks, auf die puren Looks, möchte man gar nicht so drauf kommen, dass das vielleicht funktionieren könnte, aber das funktioniert tatsächlich wirklich gut. Die zwei haben eine tolle Chemie miteinander, die mögen sich wahrscheinlich auch wirklich, keine Ahnung, ich möchte ihnen da jetzt natürlich nichts unterstellen, aber funktioniert. Und dementsprechend gehen die für mich wo haben wir die hin? Nummer 7 werden wir in die Nummer 2 legen. In die Nummer 2, das passt mal gut. So.
Dann schauen wir weiter zur Nummer. Oh Gott, das ist ein wildes Pärchen. Robert Pattinson und Kristen Stewart für Twilight geht bei mir ganz nach unten. Weil ich einer der war, ich weiß, da hat es selber Techtelmechtel gegeben und so, aber on screen habe ich das denen nicht eine Sekunde abgekauft, dass die sich wirklich mögen. Es tut mir leid, ich bin da vielleicht ein bisschen außer vor, weil ich einfach auch nicht die Zielgruppe bin, aber das war nicht my cup of tea. Nummer 9. Da wird es jetzt wieder ein bisschen, da wird es wieder kontrovers. Mich freut es immer, wenn ich ein bisschen wirbeln kann, das ist gut. Nummer 9, Julia Roberts und Richard Gere für Pretty Woman. Edward, noch einmal, und Vivian, so heißen die zwei. Pretty Woman ist einer der wenigen Filme, wo mein werter Dad zu Hause der Meinung ist, das ist ein Meisterwerk. Ja? Weil es eben so die perfekte Rom-Com ist. Und wenn es ums Genre geht, würde ich ihm an der Stelle sogar recht geben. Ich finde, Pretty Woman ist einer der Filme, auf denen so dieses ganze Genre aufbaut. Über einen zweiten sprechen wir später noch. Der Film ist großartig. Ich mag den Film wirklich sehr, sehr gern und ich finde auch die Art und Weise, wie der mit seinen Charakteren spielt, wirklich gut. Als Pärchen allerdings, als pures Pärchen, finde ich das jetzt nicht so großartig. Und zwar aus dem Grund, weil bis ins letzte Drittel hinein, also eigentlich bis ganz zum Schluss hin, sind die zwei mehr Geschäftsbeziehungen wie sonst was. Also sie schon, aber sie ist ja seine Angestellte, bis relativ am Ende. Also bis er dann zum Schluss dann drauf kommt, naja, eigentlich mag ich die gern, aber bis dorthin, ist das eigentlich ein Agreement, das die beiden so haben und das halt so fertig moderiert wird, hat für mich persönlich mit wahrer Liebe, und darum soll es da ja im Grunde gehen, nicht alles zu tun. Geht für mich tatsächlich in die Fünferzieher. Geht für mich zu Charlie und Lucy. Ich bin da ein bisschen anders wie sehr viele, aber ich finde das Pärchen jetzt nicht so toll. Weiß ich nicht. Sie zwar sind super, sonst, also die Chemie zwischen den beiden ist natürlich toll, sonst wären sie ja nicht in noch einem Film miteinander aufgetreten. Aber hey, so ist es. Meine Tears, meine Liste. Nummer 10, wieder ein Reoccurring Couple. Auch die haben mehr als einen Film miteinander gemacht und ich habe mich auch hier für den ersten Film miteinander entschieden, nämlich Tom Hanks und Meg Ryan für Schlaflos in Seattle. Sam und Annie stehen da vor uns und ich mag die Geschichte, die der Film da erzählt. Ist natürlich eine der romantischsten überhaupt. Come on. Eine Frau verliebt sich in eine Stimme eines Mannes, der gerade seine Frau verloren hat und findet das ganz toll und macht sich auf die Suche und so. Für große Teile des Films allerdings leben die beide so nebeneinander her. Die haben für ganz, ganz große Teile des Films miteinander eigentlich gar nicht so viel zu tun. Dementsprechend würde ich an der Stelle sagen, so toll die zwei miteinander sind, wenn sie dann sind, gehen die für mich aber nicht höher wie Joko und Klaas. Weil auch hier muss ich dann einfach schauen, was steht noch ein bisschen drüber. Und die stehen für mich einfach drüber. Ist so. So. Dann gehen wir weiter zum nächsten. Wer steht da jetzt? Oh, die nächsten Alzheimer. Patrick Swayze und Jennifer Grey für Dirty Dancing. Baby und Johnny kommen uns besuchen. Für viele wahrscheinlich das Leinwandpärchen der Geschichte. Für viele wahrscheinlich die beste Love Story, die es überhaupt gibt. Wahrscheinlich gilt es für sehr, sehr viele, vor allem der weiblichen Demografie aus einer gewissen Altersgruppe, sagen wir es mal so, vorsichtig. Ich mag den Film auch gerne sogar. Aber das Leinwandpärchen ist jetzt, also sie zwei haben natürlich eine Chemie, come on, das sind natürlich zwei sehr attraktive Menschen, das ist überhaupt keine Frage. Und man merkt da, das passt schon. Allerdings gibt es auch mehr als genug Momente, wo die zwei sich schon ein bisschen auf die Zehen steigen, finde ich persönlich. Ich bin jetzt da nicht so sold, dass das wirklich absolut True Love ist. Da gibt es ein paar so Momente, wenn beispielsweise auch die unterschiedlichen Herkünfte dann ein Thema werden, der eine versteht es dann wieder überhaupt nicht. Die Art und Weise, wie der Johnny mit dem Baby teilweise spricht und so, ist ein bisschen herablassend und so, ich weiß nicht. Also ich würde das an der Stelle auch ein bisschen kontrovers ins Joko und Klaas-Tier geben.
So ikonisch das Ganze ist, aber ich kann nicht anders. Meine Liste. Nächstes, Nummer 12, Sandra Bullock und Ryan Reynolds für The Proposal. Da sprechen wir jetzt allerdings wieder über einen ganz anderen Film. Mit einem Leinwandpärchen, das nur so, meiner Meinung nach, nur so vor Chemie strotzt. Das ist für mich. Dazu eine kleine Hintergrundstory. Es wäre ja anscheinend geplant gewesen, aber jetzt in der Vorbereitung und in der Recherche gelesen, dass Ryan Reynolds noch einmal mit Sandra Bullock in einer Rom-Com zusammenarbeiten soll. Und anscheinend hat da aber Frau Lively was dagegen, die Ehefrau von Ryan Reynolds, weil es natürlich nicht verborgen geblieben ist, wie gut die zwei funktionieren miteinander. Und nicht zuletzt durch diesen Film. Selbst ist die Braut, wie er im Deutschen heißt, ist ein toller Film. Also erstens einmal ist es eine sehr kreative Story, die zwar nicht nichts Neues erzählt, aber die Art und Weise, wie es erzählt, ist irrsinnig, irrsinnig kreativ. Und zweitens, und ich glaube, das ist der große Pluspunkt dieses Films und deswegen mag ich den Film auch so wahnsinnig gern, sind unsere zwei Hauptcharaktere. Also erstens mal, wie die geschrieben sind, zweitens, wie die miteinander funktionieren und drittens ist es auch hier wieder nicht die große Liebe für in alle Zeiten bis, gell, bis wir gemeinsam in die ewigen Jagdgründe entschwinden, sondern es ist da eher wirklich so, aus einer unmöglichen Situation lernt man sich kennen und lieben und irgendwie merkt man, da ist schon was da, ja. Und das finde ich sehr charmant. Die gehen für mich ins Tier Nummer 2 zu den Obamas. Ich mag die wahnsinnig gern. Das ist ein super Leinwand-Kombo. Die könnte gern noch einmal irgendwo zu sehen sein. Da hätte ich nichts dagegen. Und da gibt es, erinnert euch, die eine oder andere sehr, sehr coole Szene in dem Film, die wirklich auch erinnerungswürdig scheint. Nummer 13 auf unserer Liste: Ali Wong und Randall Park für Always Be My Maybe. Also, ihr seht schon, wir haben wirklich versucht, so ganz viel abzubilden aus den letzten Jahren und Jahrzehnten. Da haben wir es jetzt mit Sascha und Markus zu tun. Sie ist eine Sterneköchin, eher ein Installateur. Kindheitsfreunde aus den frühesten Zeiten haben auch ihre ersten körperlichen Erfahrungen mit ihnen, mit sich gemacht, also untereinander, gemeinsam. Und dann verlieren sie sich aus den Augen, treffen sich viele Jahre später und Rom-Com-Tropes. Ja? Und da ist für mich das Tier relativ klar, tatsächlich. Denn wie ich die zwei so beobachtet habe, habe ich mir gedacht, ich weiß jetzt nicht, ob das wirkliche wahre Liebe ist zwischen den beiden. Das weiß ich nicht. Aber was ich ganz sicher weiß, ist, dass das super Freundschaft war. Und vielleicht auch noch ist. Und vielleicht auch ein bisschen mehr ist als das. Aber ob es jetzt die ganz große Liebe ist, das weiß ich nicht. Und dementsprechend würde ich die auch da ins Joko und Klaas-Tier geben. Weil das einfach irgendwie passt. Dann steht als Nummer 14 bei mir Christine Milotti und Andy Samberg für Palm Springs. Ein Film, eine der großen Überraschungen der letzten Jahre, was Filme so betrifft, der wirklich, ja, sehr viel richtig gemacht hat, wenn es um Zeitreisenthematik geht. Denn das abzubilden, das ist nicht so einfach. Das hat manchmal ein paar Fallstricke mit. Stichwort Continuity, Logic und so weiter. Und auch hier haben wir es mit einer sehr kreativen Love Story zu tun, die auch nicht unbedingt in ganz, ganz große Höhen des Miteinander Altwerdens geht, sondern um den Moment viel eher, um die kleinen Momente, die man miteinander teilt, die man miteinander erlebt und an denen man wächst. Und das habe ich gekauft. Habe ich wirklich sehr, sehr genossen, diesen Film und auch die zwei als Pärchen. Generell, dass Andy Samberg in einer Rom-Com funktioniert, war mir auch neu, gerne mehr. Christine Milotti ist sowieso super und dementsprechend geht für mich dieses Leinwandpärchen in Kategorie Nummer 3 ins Friends-Tier. So. Nummer 15, da haben wir es jetzt wieder mit einem Pärchen zu tun, das haben wir einfach mit reinnehmen müssen, nämlich Keira Knightley und Orlando Bloom für Pirates of the Caribbean. Will Turner und Elizabeth Swann, wie sie heißen, im Film selber. Und jeder, der meinen Kanal schon ein bisschen länger verfolgt, weiß ja, dass ich mit Frau Knightley so ein bisschen meine Probleme habe. Dementsprechend bin ich jetzt natürlich nicht ganz fair darin in meiner Bewertung. Ich weiß nur nicht, ob das wirklich auch da ist. Jetzt nicht so ein Pärchen, wo ich herstelle und sage, das fällt mir sofort ein, wenn ich an Filmpärchen denke. An
zwei Menschen, die sich dort lieben, lernen und so. Weiß nicht. Für mich geht es in Kategorie 5 tatsächlich zu Charlie und Lucy. Vielleicht ein bisschen niedrig. Naja, so ist es. Julia Stiles und Heath Ledger sind die zwei nächsten, nämlich 10 Things I Hate About You heißt der Film, 10 Dinge, die ich an dir hasse. Patrick und Kat werden sie genannt im Film, ist einer der Filme, die vor allem für Leute aus meiner Altersgruppe natürlich sehr, sehr viel bedeutet, weil es der Einstieg war in dieses Genre Rom-Com. Und eine Geschichte erzählt immer klar, auf Shakespeare basierend, das ist immer super. Und uns da einen Heath Ledger präsentiert in, würde ich echt sagen, Topform. Und da ist auch mein großer Ankerpunkt, wenn es ums Rating oder ins Tieren geht, da drinnen, nämlich dass ich meiner Meinung nach der Film sehr an Heath Ledger hängt und weniger an Frau Stiles. Die Chemie zwischen den zwei ist zwar vorhanden, also ich kaufe das auch, allerdings gibt es ja auch da mittlerweile Reports vom Set, dass der Regisseur zum Beispiel auch verraten hat, dass die Frau Stiles eigentlich gar nicht in den Heath Ledger so ein bisschen verschossen war, sondern eigentlich Joseph Gordon-Levitt ihr sehr, sehr gut gefallen hätte. Dementsprechend, das finde ich, merkt man so ein bisschen, geht für mich ins Vierertier zu Joko und Klaas. Dann schauen wir weiter. Oh, Nummer 17. Da haben wir es wieder mit ganz, ganz großen Vertretern zu tun, nämlich Meg Ryan und Billy Crystal für When Harry Met Sally. Harry und Sally. Und ich glaube tatsächlich, dass man in dem Fall, ich glaube, da kann man sich die Wörter sparen. Also es ist, ich wüsste jetzt nicht, wie ich das, warum ich das verteidigen müsste, dass der ganz nach oben geht. Harry und Sally ist so ein Pärchen, das nämlich auch von der Message her ganz was Interessantes mit hat. Nämlich, dass man sich auch manchmal nicht auf den ersten Blick irgendwo sofort in jemanden verliebt oder sich was vorstellen kann mit dem, sondern dass man das auch über Freundschaft lösen kann. Also über das, dass man es einfach steigert, dass man interessiert sich für die Stories hinter der Person, man interessiert sich für die Persönlichkeit an sich und weniger für die Person. Und das macht meiner Meinung nach Harry und Sally überaus geschickt. Dazu kommt natürlich mit Meg Ryan und Billy Crystal eines der besten Leinwandpärchen ever. Also da würde ich an der Stelle gar nicht viel weiter diskutieren, die gehen ganz nach oben. Und Nummer 18 haben wir Drew Barrymore und Adam Sandler für 50 erste Dates. Henry und Lucy heißen die zwei in diesem Film. Und mit der Einteilung tue ich mir ein bisschen schwer. Tatsächlich. Aber wisst ihr was? Wir machen das jetzt einfach ganz wild und sagen, screw it. Die gehen für mich auch ins Einsatztier. Und zwar aus dem Grund, dass diese Beziehung der beiden für mich eine der ganz wenigen Fälle da in der Liste ist, die wirklich sagt, das ist True Love. Wir erinnern uns ja an die Story, die da gebaut wird. Ja, Drew Barrymore kann keine eigenen Erinnerungen mehr produzieren aufgrund eines Unfalls. Das ist uns am Adam Sandler aber relativ schnuppe. Er sagt, die Momente, die ich mit ihr erleben kann, sind mir wichtiger wie ein ganzes Leben mit jemand anderem. Und also wenn das nicht wahre Liebe ist, dann gar nichts. Kehrt für mich trotzdem ganz auf. Das ist wild, aber ich stehe dazu. Nummer 19, Noémie Merlant und Adèle Haenel für Porträt einer jungen Frau in Flammen. Um Gottes Willen, dass ich es rauskriege. Der Film, ganz ehrlich, wenn es bei euch noch Leute gibt oder unter euch noch Leute gibt, die den Film noch nicht kennen und noch nicht gesehen haben, ich ersuche euch wirklich, organisiert euch den, schaut euch den an. Ist ein kleiner französischer Film, gehört meiner Meinung nach zu den besten Streifen der letzten 15 Jahre. No contest. Poetisch, total schön, virtuos inszeniert, meiner Meinung nach, und sehr, sehr, sehr intim. Also, ich habe diese Beziehung, die sich da zwischen den beiden Damen anbahnt und was da so passiert zwischen den beiden, das war so ehrlich, so ungefiltert, so schön, so vielschichtig. Das ist, ich finde das ganz, 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 ganz großartig. Für mich gehen die beiden in die Kategorie Nummer 2. Aus dem ganz simplen und einfachen Grund, ich habe eine Spoilerwarnung vorher ausgesprochen, aus dem ganz einfachen Grund, dass die zwei nicht zusammenkommen am Ende.
Und das ist dann halt so. Und die letzte Paarung, Jake Gyllenhaal und Heath Ledger für Brokeback Mountain. Wir gehen noch einmal in das männliche Territory. Und das ist ein gutes Stichwort, das ich jetzt da gerade geliefert habe, mir selber, nämlich männliches Territory. Der Film hat ziemlich zu kämpfen, finde ich, mit einer Masculinity-Geschichte. Inwiefern darf sowas sein? Ja? Das thematisiert der Film und kreiert dabei ein sehr ikonisches Filmpärchen zwischen Jake Gyllenhaal und Heath Ledger. Ennis und Jack heißen sie zwar. Wo ich frecherweise sagen würde, dass der Ennis da eher einen sehr körperlichen Ansatz wählt für die Beziehung. Beim Jack läuft es eher emotionaler. Dementsprechend kann ich es jetzt nicht ganz nach oben ranken, aber es ist ein tolles Leinwandpärchen, das sich auf jeden Fall den Platz auf der Liste verdient hat. Geht halt für mich nur ins vierte Tier. Zu Joko und Klaas. Viel mehr, das ist ja irgendwie passend. Also, mal schauen. Aber ich würde sie tatsächlich nicht viel höher ranken. So ist es. So, wir sind durch mit unseren 20. Wie gesagt, noch einmal der Reminder, welche haben wir denn komplett vergessen? Welche hättet ihr gerne mal besprochen? Welche hättet ihr gerne eingeordnet in diese Tierlist? Lasst uns das doch bitte ganz, ganz gerne unten in den Kommentaren wissen. Auch nicht vergessen, bitte dann ein Abo da lassen und auch mal gerne einen Daumen. Das hilft uns sehr. Und ja, dann lasst uns das gerne wissen und vielleicht machen wir ja nochmal einen zweiten Teil. Mal schauen, gibt ja mehr wie genug Möglichkeiten. Also, an der Stelle würde ich mich aber schon wieder ganz herzlich bedanken fürs Zuschauen. Danke, dass ihr heute wieder mit dabei wart und bis zum nächsten Mal. Pfiat euch und ciao.